Einen wunderschönen guten Abend hier in Lengsdorf, in einer der guten Stuben von Lengsdorf, vor dem Heimatmuseum in Lengsdorf. Im Namen des Ortsfestausschusses begrüße ich Sie alle hier auf das Herzlichste. Mein Name ist Werner Dorn, für die, die mich noch nicht kennen. Ich vertrete... Was bin ich nicht? Ich vertrete den Christoph Schader von Bozyskowski, der auch hier ist, aber sich halt heute Abend von mir und von Markus, seinen beiden Stellvertretern, vertreten lässt. Das ist ja auch mal sein gutes Recht. Ich hoffe, ich mache das einigermaßen in seinem Sinne. Ja, ich begrüße den Herrn Bezirksbürgermeister Dr. Peter Leonhard. Den Vorsitzenden des Ortsfestausschusses Duisdorf. Wir heißen Freunde willkommen. Herzlich willkommen, Bernd Schmidt. Er hat mitgebracht die amtierende Duisdorfer Weinkönigin Lisa die Erste, Lisa Neuschwander, Sie wird begleitet von ihrem Schirmherrn, Herrn Pfarrer AD Wolfgang Harnisch. Den Schützenkönig von Lengsdorf, den Heinz Lauterbach, begrüße ich. Ich weiß aber nicht, ob er da ist. Ist da. Heinz, herzlich willkommen. Natürlich begrüßen wir auch die Mitglieder des Rates der Stadt Bonn und die Mitglieder der Bezirksvertretung Hartberg. Ein besonderer Gruß geht an die Feuerwehr Bonn, Löscheinheit Lengsdorf. Die haben gleich Einsatz und zwar bitte ich denen, hier eine Gasse zu machen, dass der Maibaum hier vorne aufgestellt werden kann. Aber da sind einige dabei, die haben das auch schon im vergangenen Jahr gemacht. Ja, Feuerwehr. Ich hätte fast gesagt, Wasser, mach, Maibaum, mach bitte. Der Maibaum muss natürlich, bevor er in die Vertikale gestellt wird, noch geschmückt werden. Dazu sind alle Kinder, die jetzt hier sind, herzlich eingeladen, um zusammen mit den Königinnen, die Weinkönigin von Duisdorf und ich habe auch vergessen zu begrüßen, die Weinkönigin von Lengsdorf natürlich, die Christina Schneider. Und natürlich die amtierende Maikönigin von Lengsdorf, Laura, die erste Laura Brucks. Der Baum steht, Applaus! Herzlichen Dank an die Feuerwehr, bitte an die Theke, Bier abholen. So, in der Programmreihenfolge, das kennen wir noch aus den Junggesellenzeiten, wenn der Baum steht, wird ein Lied gesungen. Das machen heute Abend die Damen und Herren des Cäcilienchores Lengsdorf. Herr Kapellmeister, Herr Dirigent. Peace be to you. Peace be to me, peace be to all.
Ja, der Applaus ist verdient und ich glaube, wir dürfen noch auf ein weiteres Lied hoffen. Ja,
Wir hören oder haben traditionelle Lieder des Cäcilienchors gehört. Die Maifeier hier in Lengsdorf hat eine lange Tradition. Und ich habe mal geforscht, im Lengsdorfer Heimatbuch ist leider nichts davon überliefert. Aber ich habe eine Einladung aus dem Jahre 1979 in meinen Unterlagen gefunden. Oder besser gesagt in unseren Unterlagen. Ich darf kurz daraus zitieren. Am Montag, den 30. April 1979, findet um 20 Uhr auf dem Dorfplatz in Lengsdorf unsere diesjährige Maifeier mit Krönung des Maikönigspaares und Proklamation der Mailehen statt. Das waren damals drei Paare. Im Anschluss an diese Feier bitten wir in den Saal Hotel Stadt Hamburg. Dort feiern wir den traditionellen Maiball. Das Programm war die Musikkapelle, Blaskapelle Fäustorf, spielt schon ab 19 Uhr. Dann folgte ein Gedicht der Schulkinder, der Männergesangverein 1862 sang. Dann folgte die Proklamation und Krönung der Maipaare. Es folgte der musikalische Hoch- und Gesangvortrag des Liederkranz. Dann spielte die Musikkapelle mit Tanz der Maipaare unter dem Maibaum. Danach der Mandolinenclub frisch auf, dann sprach der Herr Maikönig, dann wieder der Musikvortrag, Punkt Nummer 10, Abmarsch zum Maiball in den Saal Hotel Stadt Hamburg. Der Brief war gerichtet an Fräulein Maria Linden, meine Frau Maria Dorn, schön, dass du da bist. Der besagte Maikönig war Markus Limbach, stellvertretender Ortsfesserschutzvorsitzender von Lengsdorf. Ja, ich war Mailehen und die Maikönigin war die Margret Heinen, heute verheiratete Weber. Margret, zeig dich. Ja, herzlich willkommen. Das ist jetzt 45 Jahre her und diese Leute, ich darf mich dazu zählen, sind auch vorher schon durch die katholische Pfarrjugend dafür sensibilisiert worden, dass man im Dorf was machen muss. Und wir haben uns damals bei Herrn Leindecker gemeldet und haben gesagt, wir machen das. Und ich vergesse nie, der hat über alle vier Backen gestrahlt. Es war ein schöner Abend. Aber wir sind jetzt heute nicht mehr im Jahr 1979, wir sind im Jahre 2024. Ich begrüße nochmal die amtierende Maikönigin Laura die Erste und ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass wir, oder dass nicht wir, sondern dass die Laura gesagt hat, ja, ich mache das gerne noch ein Jahr weiter, deshalb begrüße ich auch die Maikönigin von 24/25, Laura Brucks. Ja, liebe Lengsdorferin, liebe Lengsdorfer, liebe Freunde und liebe Familie, erstmal freue ich mich, dass ihr alle so zahlreich wieder erschienen seid hier dieses Jahr und bedanke mich, dass ihr alle da seid. Ja, wie der Werner schon gesagt hat, darf ich euch heute zu einem für mich ganz besonderen Maifest begrüßen, weil ich darf nicht nur auf ein wunderschönes Jahr zurückblicken, sondern ich darf mich auch noch auf ein hoffentlich mindestens genauso schönes Jahr freuen. Ja, in dem letzten Jahr konnte ich super viele Eindrücke sammeln und habe total viele Erfahrungen sammeln dürfen und viel erlebt. Ich habe super viele neue Menschen kennengelernt und dieses Jahr kommen mir hier auch viel mehr Gesichter bekannt vor, weil ich so viele Menschen kennenlernen durfte. Und egal ob auf dem Dorffest in Lengsdorf, dem Weinfest in Duisdorf mit dem schönen Weinfestumzug oder auch auf den kleineren Festen von den Hartberger Senatoren oder von dem Königsschießen der Lengsdorfer Schützen. Ich wurde einfach überall mit offenen Armen empfangen und immer mit einem strahlenden Lächeln begrüßt. Und an der Stelle möchte ich mich auch einmal für die ganz vielen tollen Erinnerungen und auch die Einladungen zu diesen tollen Veranstaltungen bedanken. Bedanken möchte ich mich vor allem auch bei Christoph Schader, der mir von Anfang an
mit Rat und Tat zur Seite stand und immer ein offenes Ohr für mich hatte und jetzt auch noch so viel Vertrauen in mich hat, dass er mich ein weiteres Jahr an seiner Seite haben möchte, um Lengsdorf zu repräsentieren. Leider kann der Christoph heute nicht mit mir hier stehen, aber ich hoffe, dass sich das ganz bald ändert. Trotzdem freue ich mich, dass ich hier mit Werner und Markus stehen darf und bedanke mich auch, dass ihr das stellvertretend macht und mit mir hier steht. Das ist mir eine große Ehre. Bedanken möchte ich mich auch beim Heimat- und Verschönerungsverein für die Bewirtung und die Organisation des Festes heute und auch bei dem Ortsfestausschuss von Lengsdorf für das Vertrauen auch in mich als Maikönigin und auch für ständige Begleitung und Beistand. Dann möchte ich mich auch einmal beim Ortsfestausschuss von Duisdorf bedanken und vor allem bei Bernd Schmidt für ganz viele tolle Momente mit und in Duisdorf. Es war mir eine große Freude, bei euch zu sein und ich freue mich auch sehr aufs nächste Jahr. Dann möchte ich mich auch einmal bei der Feuerwehr bedanken für das Aufstellen des Maibaums. Und möchte auch noch einen ganz persönlichen Dank aussprechen an meine Freunde. Ihr habt mich das ganze Jahr über ganz selbstverständlich nicht nur bei den Feiern, sondern auch hinter den Kulissen unterstützt. Und das ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Wir waren letztes Jahr in Luxemburg beim Schauberfest am Tag der Königin und ich hatte meine Dirndlbluse vergessen. Und ohne die Antonia wäre ich da ohne Dirndlbluse rumgelaufen. Und auch sonst standen mir meine Freundinnen immer auch, das ist ein Applaus wert. Und auch sonst standen mir meine Freunde nicht nur bei Klamottenproblemen zur Seite, sondern waren immer für mich da und dafür möchte ich mich sehr bedanken. Auch für den Support aus Ende nicht. Und an der Stelle möchte ich mich auch noch einmal, genauso wie letztes Jahr, bei Familie Lotz und bei Familie Böhnert bedanken. Auch für ein offenes Ohr und den ständigen Beistand. Ich hatte bei euch immer einen Ort, wo ich mit all meinen Sorgen und Problemen, aber auch mit allem Positiven, einfach Rückhalt gefunden habe. Vielen Dank und natürlich möchte ich mich auch bei meiner Familie bedanken für die Unterstützung, die ja eigentlich nicht so viel mit dem Brauchtum und der Brauchtumspflege zu tun hat, aber trotzdem für mich da war und auch zu den Festen erschienen sind, wo es ging. Ja, an der Seite von Christina und Lisa durfte ich jetzt im vergangenen Jahr schon viele tolle Momente sammeln und Erinnerungen sammeln und ich freue mich einfach auf das kommende Jahr und darauf, an deren Seite und an der Seite von Christoph und dem Bernd Lengsdorf zu repräsentieren und bei den Festen einfach dabei zu sein und hoffe auf ganz viele neue Erinnerungen, auf neue Menschen, die ich kennenlernen darf und genau, ich wünsche uns allen heute einen schönen Abend. Ich hoffe, dass ich gleich noch mit dem einen oder anderen anstoßen kann und danke nochmal, dass ihr alle gekommen seid und ich freue mich auf ein weiteres Jahr als eure Maikönigin. Laura, vielen Dank für deine schönen Worte. Ich wünsche dir auch eine sehr schöne Amtszeit hier in Lengsdorf. Wir haben ja das Weinfest dieses Jahr, bist du präsent. Die Krone hast du ja gleich angezogen, aber du bekommst den Blumenstrauß des Ortsfestausschusses. Ja, liebe Laura, möge das kommende Jahr 2024/25 so bunt werden, wie der Strauß ist, den ich dir gerade überreicht habe. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit, vor allem auch bei unserem Lengsdorfer Weinfest. Es spricht nun zu Ihnen der Bezirksbürgermeister des Stadtteils Hartberg, Herrn Dr. Peter Leonard.
liebe Leute aus Lengsdorf, liebe Leute aus Hartberg, liebe Laura an allererster Stelle, herzlichen Glückwunsch von mir erst einmal auch im Namen des Stadtbezirks Hartberg, dass du ein weiteres Jahr für die Maikönigin in Lengsdorf bist. Wir freuen uns alle sehr. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch noch ein paar Blümchen hinten, die kommen dann mal. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und also, wer es nicht vorher schon wusste, ich denke, nach deinen netten Worten gerade eben wissen wir es alles, kann eigentlich längst doch nichts Besseres passieren, als dass du noch ein weiteres Jahr die Maikönigin bist für Lengsdorf, weil du hast es toll gemacht in diesem Jahr. Ganz viele Sachen, du hast eben schon davon erzählt, was alles passiert ist, was auch mal schiefgelaufen ist und dass du es trotzdem alles gewuppt hast und das war ganz super und wir freuen uns sehr auf ein neues Jahr mit dir. Vielen Dank. So, ich glaube, es gibt keinen besseren Tag als heute, wo man sagen kann, wie toll ist das eigentlich, dass wir hier zusammen feiern können, dass es dieses Brauchtum gibt, dass sich so viele Menschen dafür einsetzen. Denn das kommt ja nicht von nix, ne? Wenn man hier zusammenstehen können und was trinken können gemeinsam und in den Mai gemeinsam reinfeiern können. Das liegt ja daran, dass sich ganz viele Menschen eben hier aktiv einsetzen, ganz viel ehrenamtliches Engagement dahinter steckt und deswegen auch einen ganz großen Dank an den Heimat- und Verschönerungsverein in Lengsdorf und an den Ortsfestausschuss in Lengsdorf, die hier wieder mal eine tolle Veranstaltung für uns organisiert haben. Vielen Dank euch. Und Werner, du hast es eben angesprochen, du hast zitiert aus dem Jahr 1979, da hat man gehört, dass es eben schon lange dieses Brauchtum gibt und dass vielleicht damals auch die Umstände noch andere waren. Es gab drei Maikönige sozusagen oder Königin, genau. Und, ja, genau. Da sieht man, die Zeiten haben sich verändert und wie wichtig ist es eigentlich, das hast du auch angesprochen, Werner, die jungen Menschen auch anzusprechen und die jungen Menschen dafür zu begeistern und zu sagen, du kannst hier was tun, du kannst was machen für dein Dorf, für deinen Ort, für deinen Bezirk und für Lengsdorf. Und da hoffen wir doch sehr und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass auch zukünftig viele junge Menschen sich engagieren werden, auch mitmachen werden, wenn es darum geht, so tolle Veranstaltungen für heute zu organisieren. Und zum Abschluss wünsche ich euch allen nochmal einen ganz schönen, wunderschönen Abend, eine tolle Feier in den 1. Mai rein und am Schluss nochmal vielen Dank an Heimat- und Verschönerungsverein, an Ostfestausschuss und an die liebe Laura. Danke. So. Ja, vielen Dank, Herr Bezirksbürgermeister, lieber Peter. Ich bitte weiterhin um Ihre Aufmerksamkeit, denn jetzt spricht die Weinkönigin von Lengsdorf, Christina die Erste, zu Ihnen. Ja, auch ich, liebe Laura, möchte ja nochmal ganz, ganz herzlich gratulieren für ein zweites Jahr als Lengsdorfer Maikönigin. Und ich glaube, wir in Lengsdorf können ganz, ganz stolz darauf sein, so eine wundervolle und wunderschöne Maikönigin zu haben, die unser Dorf hier repräsentiert. Und ja, wir hatten schon eine wundervolle Zeit gemeinsam, egal ob es das Weinfest war in Duisdorf oder in Lengsdorf, der Karnevalszug oder die ganz vielen kleinen Veranstaltungen. Mit dir hat alles immer super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du das nächste Jahr genauso genießt und genauso viele wundervolle Erinnerungen sammelst. Und ich freue mich auf die nächsten 5 Monate, die ich noch mit dir gemeinsam verbringen darf und auch mit der Lisa aus Duisdorf. Ich glaube, wir hatten immer eine wundervolle Zeit, alle drei gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch das, was einem immer in Erinnerung bleibt und was auch die Tradition so wundervoll macht. Und ich wünsche dir wirklich nur das Beste, genieß es. Und ja, ich finde es sehr schön, dass es dich gibt. Ja, Christina, auch du bekommst ein Geschenk in Form einer bunten Blütenpracht. Markus, das sagst du viel schöner. Als nächstes schauen wir nach Duisdorf. Die Weinkönigin von Duisdorf, Lisa die Erste. Möchtest du zuerst? Oder der Bernd? Okay. Der Wunsch war, dass ich rede. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders, liebe Laura Sophie, und du lachst, es gehört einfach dazu, so viel Zeit muss sein. Wir freuen uns natürlich auch mit Duisdorf, für Lengsdorf, dass du es nochmal ein Jahr weitermachst.
Es ist natürlich schade, dass du dann als Weinkönigin ausscheidest. Aber ich denke, Lengsdorf ist ja Lengsdorf und die werden das auch ohne dich rocken. Das Weinfest in Duisdorf hast du mitgemacht, das Lengsdorfer konntest du nicht mitmachen, wirst du dieses Jahr da mitmachen und es wird genauso bombig wie auch alles andere. Und lieber Christoph Schader von Bozziskowski, du hörst ja zu, auch in Lengsdorf scheint die Sonne. Es ist nicht unser Privileg. Und wir wünschen natürlich der Laura, und wir werden ja nicht nur hier im Stadtbezirk rocken, wir sind in Luxemburg, wir sind überall und wie soll es anderes sein? Es muss einfach Spaß machen und es ist einfach schön und toll, dass junge Mädels das hier machen und als Weinkönigin, als Maikönigin alles, alles, alles Gute und ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir werden viel, viel, viel miteinander wieder zu lachen haben. Ich freue mich, danke dir und die Flasche der Weinkönigin hast du ja schon, deswegen bekommst du jetzt die Flasche von der Weinkönigin des Ortsfestausschuss Duisdorf noch. Die hast du nämlich noch nicht. Und von mir noch ein paar Blümchen und ich weiß. Alles, alles Gute. Viel Glück. Ja, damit sind wir auch so bei dem etwas offiziellen Teil des heutigen Abends angekommen. Ich bitte oder ich danke für Ihre Geduld. Man möchte sich ja unterhalten, das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Zum Schluss auch von unserer Seite vom Ortsfestausschuss ein Dank, dass wir hier vor der schönen Kulisse des Heimatmuseums, des Heimatvereins, Heimat- und Verschönungsvereins das abhalten durften. Das ist ja so die außengute Stube von Lengsdorf. Aber in diesem Jahr werden wir noch eine gute Stube in Lengsdorf eröffnen, auf dem Dorfplatz zum Weinfest vom 13. bis 15. September. Vorher ist es ähnlich, aber nicht genauso. Da wird die Kirmes gefeiert, die findet statt vom 2. bis 4. August. Vielen Dank an die Souffleure von Lupe Events veranstaltet. Genau. Ja, ein letztes Wort. Vieles oder alles, was hier heute passiert, ist das Werk von ehrenamtlichen Mitgliedern in den Lengsdorfer Vereinen. Ich sage einfach mal, wenn Sie uns kennenlernen wollen, näher kennenlernen wollen, treten Sie ein in Lengsdorfer Vereine, treten Sie ein in den Heimatverein, treten Sie ein in den Sizilienchor, gehen Sie zur Feuerwehr, wobei da muss auch mal richtig Hand angelegt werden, oder gehen Sie zu den Goldigen Herzen, oder gehen Sie zum Vereinshaus, Trägerverein, Vereinshaus Lengsdorf sucht Mitglieder zum Erhalt dieses schönen Baus. Danke, danke, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sehen Sie zu, dass der Kühlwagen des Heimatvereins heute Abend leer wird. Viel Spaß!